Besteht aber dennoch nicht die Gefahr, und Sie haben es ja eben auch selbst angesprochen, dass in einem Höllentempo, möchte ich mal sagen, Impfstoffe entwickelt werden. Und es heißt immer wieder von den Unternehmen, die jetzt also diese Impfstoffe fertiggestellt haben, dass man Zehntausende Probanden hatte und die haben keine oder nur ganz wenige Nebenwirkungen gezeigt. Wenn man jetzt aber große Teile der Bevölkerung impfen will, besteht da nicht die Gefahr, dass da noch irgendwas passieren könnte, dass da irgendwie was schiefläuft? Nun, wir haben etwa 40.000 Menschen, die jetzt mit den beiden RNA-Impfstoffen geimpft wurden, in beiden Gruppen etwa 20.000, BioNTech und Moderna. Wir wissen also in etwa nur, dass in dieser Population keine schweren Nebenwirkungen vorkommen. Ausschließen können wir nicht, dass später ein oder andere Nebenwirkung auftritt, die auch möglicherweise etwas schwerer ist. Aber wir müssen uns natürlich immer dem Vergleich stellen. Der Vergleich lautet: Ist es besser, sich impfen zu lassen oder das Risiko einer Infektion und Erkrankung Covid-19 durchzumachen? Und da sehe ich die Risikoabschätzung ganz klar auf der Seite der Impfung. Ausschließen können wir nicht, dass später ein oder andere Nebenwirkung auftritt, die auch möglicherweise etwas schwerer ist.